Ich weiß nicht, ob das schon zu früh ist. Ich probiere es einfach mal. Jetzt habe ich das Ding hier viel zu... Moment. Wo war denn das? Hier, oder? Ja. So. Oh. Na, was ist denn das da? Shit. Ist das ein Stück Weg? Ich glaube, es ist ein Stück Weg. Was da am Weg ist. Hahaha. Oder? Nee, Moment. Dann machen wir das so. Und unser Steinhäuschen dann hier oben hin. So. So, wir haben es Frühling. Frühlingsregen. Oh, und unsere... Ah, das ist toll. Das ist echt toll. Wo ich gerade sehe, jetzt wo wir da auch hier Leder natürlich haben, könnte man auch schon anfangen, einen Tailor zu bauen, also einen Schneider. Und natürlich auch... Natürlich auch einen Werkzeugmacher, einen Schmied. Nee, das wollen wir nicht. Das auch nicht. Wo ist er denn? Hier mal ein Tailor. Den klatschen wir mal auch direkt hier oben hin. Und den Schmied können wir eigentlich auch daneben machen. Reserve for Food ist wieder low. Aber hier ist ja schon das Feld am Machen. Wie sieht's hier aus? Hier haben wir eigentlich auch noch gut Zeug drin. Hier haben wir wahrscheinlich gar nichts drin. Ja, war klar. Aber das wird dann hier unsere Feldernte werden. Fische haben wir auch schon gefangen. Es läuft so langsam. Jetzt ist natürlich die Frage, stelle ich jetzt hier oben? Ne, eigentlich nicht, wa? So weit ist ja der Weg auch nicht bis zu dem Lagerraum hier. Für unsere Kräutertante. So, wir könnten jetzt aber hier mal anfangen, noch ein paar Steine zu kloppen. Wie viel Holz haben wir denn? Oh, auch nicht mehr so viel. Achso, aber ich habe ja hier noch... Die sind ja noch am Holzen, glaube ich. Ja. Aber hier könnten wir mal Eisen abbauen. Und die Steinchen natürlich auch. Nehmen wir erstmal die hier oben. So. Grad im Spätfrühling. Und hier haben wir fast schon wieder gleich die Ernte drinne. Und die haben sogar immer noch Kartoffeln hier. So, würde ich sagen, dann warten wir jetzt erstmal ein bisschen ab.
lassen jetzt erstmal die ganzen Gebäude, die ich jetzt hier in Auftrag gegeben habe, bauen und die ganzen Ressourcen hier abbauen. Und dann gucken wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Beobachten wir das mal. Was bauen die jetzt als erstes? Den Herbalist oder das Haus? Ja, zumindest beliefern die das Haus erstmal. Ich denke mal, die Aufteilung der Berufe ist gerade so, wie es ist. Ist das okay? Natürlich werden zwei, drei Erbauer ein bisschen besser. Zwei, drei mehr. Ach, guck mal hier. Da haben wir doch schon einen neuen Laborer. Den werden wir gleich mal als Bilder mit einstellen. Damit das so langsam so ein bisschen zu Potte kommt hier. Verdammt, und schon muss ich einen wichtigen Anruf machen. Ja, kurze Pause. Wir sehen und hören uns gleich wieder. So, und wieder zurück. Tut mir leid, dass heute öfter mal so eine Unterbrechung sind. Also je nachdem, wie ich das schneide. aber lässt sich gerade nicht anders lösen. So, was wollten wir denn? Genau, wir wollten gucken hier, wie das jetzt erstmal so vonstatten geht. Guck mal, hier haben wir... Oh, das sieht ja echt klasse jetzt aus, muss ich schon sagen. Also, richtig, richtig gut. Jetzt ist die Frage... Ah ja, jetzt wird hier noch... Ja, die laufen jetzt natürlich ja querfeldein, weil der Weg hier lang natürlich ein bisschen... umständlich wäre. Haben wir da noch Eisen hier drin? Ah ja. Das sollte also auch passen. Food is low. What? Hier ist doch eigentlich noch genug Zeug drin, oder? Und das kommt ja auch noch. Ja, wird schon. Wird ja auch bald wieder geerntet hier. Und klatschen wir dann hier direkt daneben dann noch ein anderes Feld dran. Ich glaube, im nächsten Jahr dann vielleicht noch eine Plantage. Was bist du? Du bist Job Gatherer. Achso, du bist unser Gatherer, unser Sammler. Die tun auch Bäume kloppen, ja, okay. Und wir haben wieder einen neuen Laborer. Was machen wir mit dem? Auch erstmal zum Bilder? Ja, war erstmal zum Bilder. Später brauchen wir ja dann noch eh einen Schmied und so weiter. Das war aber erstmal unsere ganzen Produktionsberufe erstmal soweit ausgebaut haben. Also langsam wird der Holz, der Wald hier gelichtet. Aber wir haben unseren Forester, der pflanzt dann wieder neue Bäume.
Das sollte also dann schon passen. Wobei ich eigentlich doof bin, ne? Ja, warte mal, ich bin echt doof. Naja, jetzt lasse ich es erstmal. Jetzt tue ich natürlich hier die ganzen Bäume abschrubbeln. Aber ich glaube, unser Gatherer zum Beispiel, der sammelt ja irgendwie die Früchte der Bäume und so, oder? Die Wurzeln. Naja, aber hier haben wir schon einen Mini-Baum. Dann gucken wir mal. Oh ja, das ganze Futter ist jetzt hier raus. Jetzt kommen wieder ein paar Pilze dazu. Aus. Also das ist schon sehr ertragreich hier, muss ich sagen. Sehr gut. So, hier wird jetzt... guck mal, jetzt wird hier abgebaut. Guck mal, ob wir dieses Jahr vielleicht mehr rauskriegen. Einheiten haben wir im letzten Jahr gehabt. So, was hatten wir letztes Mal? 7x15, oder? Habe ich gesagt. Ja. Mal 15. So, wenn wir das dann nämlich auch haben, dann sollte das eigentlich reichen. Zumindest erstmal von der Nahrung her. So, hier wird das erste Steinhaus. Das erste Steinhaus in Midgar wird gebaut. Steine haben wir ja echt genug eigentlich. Ich bin mal gespannt, wie die aussehen. Dann machen wir zum Vergleich hier mal ein Holzhaus. Das wird dann sozusagen die erste Villa. 93%. Na komm schon. '97, '98, '99. Zack. Oh ja, das sieht schon wesentlich massiver aus. Sehr schön. So, hier muss noch was removed werden, bevor es hier losgeht. So, wie sieht's hier aus? Hier würden wieder fleißig Zwiebeln und Wurzeln.